Hast du dich schon mal gefragt, warum verdammt gute Mitarbeiter einfach mal kündigen? Dann bleib jetzt dran. Und damit herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Mein Name ist Laura Klimetzki. Ich bin bekannt als die Münchner Psychologin und gemeinsam mit meinem Team berate ich seit über 7 Jahren führungskräftige Unternehmer und High-Performer wie dich und auch dein Team und sorge dafür, dass ihr weniger Stress habt, mehr Umsatz macht und deutlich produktiver seid. Wir kommen also zu diesem Video. Jetzt hast du dich natürlich schon mal gefragt, okay, Fluktuation hin oder her, natürlich kündigen ab und zu Mitarbeiter aus verschiedenen Gründen. Was sind jetzt allerdings laut Statista die Top 3 Gründe, warum gute Leute gehen? Top Nummer 1. Springen wir direkt rein. Top Nummer 1 ist, sie bekommen keine Überstunden ausgeglichen. Der Top 1 Grund bei den Befragten war tatsächlich mit über 60%, by the way, dass die Leute gesagt haben, hey, ich leiste und es wird nicht ausgeglichen. Weder in Form von bezahlt, also irgendwie in Form von, okay, mit dem nächsten Gehalt kommen die Überstunden wieder in Form von monetärem Ausgleich wieder rein, noch in Form von Freizeitausgleich. Es gibt einfach keinen Ausgleich. Die Überstunden werden einfach gemacht und gesammelt. Ganz krass hatte ich das neulich bei einem Kunden, der zu mir gesagt hat, selber Führungskraft. Ja, Laura, ich habe auch ein paar Überstunden gesammelt. Da habe ich mal gefragt, wie viele denn? Und dann sagt diese Person zu mir eiskalt, über die letzten 3 Jahre so 500. What? Das wird einer der Top-Gründe sein, warum auch diese Person dieses Unternehmen irgendwann mal verlässt. Es muss einen Ausgleich geben für die Überstunden, die geleistet werden. Gibt es den in deinem Unternehmen gerade nicht? Hast du als Führungskraft, Unternehmer und Geschäftsführer keine Ahnung, wie man das ausgleichen sollte? Solltest du dich jetzt darum kümmern, denn es ist immer noch der Top 1 Grund laut Statista, warum Mitarbeiter kündigen. Ziemlich blöd, ändere das also. Top Grund Nummer 2, warum gute Leute kündigen. Der zweite Grund ist, glaube ich, ein unglaublich spannender, weil der zweite Grund betrifft das Team. Der zweite Grund ist, das kollegiale Umfeld stimmt einfach nicht. Überleg mal ganz kurz. Wie viel Zeit verbringen wir in der Arbeit als ganz normaler Vollzeitangestellter? Normale Angestellte Vollzeit verbringen also ein Drittel ihrer Lebenszeit in der Arbeit. Ziehen wir mal 8 Stunden Schlaf ab jede Nacht, dann ist es sogar die Hälfte. Wenn du die Hälfte deines Lebens gefühlt mit Kollegen abhängst, auf die du keinen Bock hast, dann ist das einer der Gründe, warum die Leute sagen, das macht keinen Spaß, ich möchte gehen. Das ist einer der Gründe, warum die Leute sich wirklich nach einem neuen Job umschauen, warum sie auch wirklich sagen, ich suche etwas und ich suche vor allem Leute, bei denen ich mir wirklich vorstellen kann, die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre wirklich mit dem in einem Raum zu sitzen und zusammen zu arbeiten. Wenn das nicht gegeben ist, ist es der Top Nummer 2 Grund, warum die Leute sagen, ciao Kakao, ich gehe. Grund Nummer 3. Trommelwirbel, Grund Nummer 3, warum die Leute kündigen, ist tatsächlich, Achtung, Stress. Ja. Es ist nicht nur tatsächlich, dass die Überstunden nicht ausgeglichen werden, nicht nur das kollegiale Umfeld stimmt nicht, sondern wenn dazu noch Stress kommt im Sinne von, du bist überlastet, du bist überfordert, du hast einen krassen Leistungsdruck und du hast ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein, dann ist das ein Grund, warum die Leute gehen. Ich weiß. Wenn du jetzt zuhörst und du bist Führungskraft und du bist Unternehmer, vielleicht bist du sogar Geschäftsführer, dann hast du garantiert das Bild, dass du denkst, okay, komm Laura, aber die haben jetzt nicht das Anspruchsdenken, was ich jetzt habe. In der Regel denken Geschäftsführer und Führungskräfte, dass sie ein krasseres Anspruchsdenken haben als ihre eigenen Leute. Die Frage ist nur, wie nehmen das die eigenen Leute wahr? Und Fakt ist, Angestellte haben auch ein Anspruchsdenken und wollen eigentlich ihren Job gut machen. Was auch immer gut bedeutet, aber sie wollen ihn gut machen. Sie wollen also einer bestimmten Erwartung gerecht werden. Wenn die Erwartung jetzt hier ist und man ständig das Gefühl hat, man performt nur auf diesem Level, dann frustriert das einen enorm. Man hat also permanent das Gefühl, als Angestellter, als Teil des Teams, man macht zwar etwas, vielleicht macht man sogar viel, also Überstunden, aber irgendwie kommt nicht das gewünschte Ergebnis dabei raus. Und das ist blöd. Das ist richtig frustrierend. Und damit auch verständlicherweise der Grund Nummer 3, warum gute Leute irgendwann mal kündigen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie geht man jetzt damit um? Und warum ist das jetzt so wichtig? Fakt ist, wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, dass wir mit Stress besser umgehen wollen, dass wir unseren Kunden beibringen wollen, wie sie mit Stress besser umgehen können. Stressmanagement ist ein riesiges Thema. Warum? Nicht nur, weil es der Top 3 Grund ist, warum deine Leute immer kündigen, sondern weil die Leute manchmal gar nicht damit umgehen können. Mit falschen Erwartungen, mit bestimmten Druck, mit Leistungsdruck, gerade im Vertrieb haben wir das super oft, dass die Leute sagen, puh, ich habe eine super hohe Fluktuation, Laura, kannst du mir helfen, das wieder irgendwie hinzukriegen, weil ich habe eigentlich Lust, dass die Leute bleiben und nicht sofort wieder gehen, wenn sie den kleinsten Druck irgendwie bekommen, für die ist das manchmal ein sehr großer Druck. Wie also um alles in der Welt gehe ich besser mit Stress um? Einer der Kernaspekte, die wir machen, ist, dass wir High-Performern, Führungskräften und Unternehmern beibringen, wie sie besser Stressmanagement betreiben können. Und das bringen wir nicht nur denen bei, sondern dem gesamten Team. Und das sorgt dafür, dass die Leute ausgeglichener sind, dass sie besser performen können und dass sie richtig Gas geben können. Deswegen ist es super wichtig, dass du dir überlegst, okay,
Können denn meine Leute mit Stress umgehen? Und wenn nein, wie kann ich sie dabei unterstützen, dass sie es besser können? Allein schon aus dem Grund, weil du keinen Bock hast als Unternehmer, ständig diese Fluktuation zu haben. Ja, Hashtag Opportunitätskosten. Der zweite Grund ist genauso spannend. Das kollegiale Umfeld. Jetzt fragst du dich natürlich vielleicht als Unternehmer oder Führungskraft, okay, gut, das kollegiale Umfeld spielt also eine Rolle, weshalb die Leute kommen, beziehungsweise warum die Leute auch wieder gehen, warum sie kündigen. Was kannst du also tun, damit die Leute, wenn sie kommen, nicht wegen des kollegialen Umfeldes kündigen? Ganz einfach. Hire die richtigen Leute. Stell die richtigen Mitarbeiter überhaupt erst einmal ein. Und sorg bitte, bitte dafür, dass du nicht irgendwen einstellst, nur weil du gerade das Gefühl hast, du hast einen Fachkräftemangel. Denn glaub mir, wirklich, aus den ganzen Jahren Erfahrung, wo ich Führungskräfte begleite, wo ich ganze Teams begleite, wo ich Unternehmen mit begleite und berate und hochziehe, eine einzige Person, die du reinholst in dein Unternehmen, kann das gesamte Umfeld toxisch machen, kann es wirklich runterziehen. Du kannst ein funktionierendes Team haben, ja, mit High-Performern, mit normal arbeitenden Menschen, aber wirklich, es funktioniert, es läuft gut. Du holst eine Person in dieses Team rein und diese Person underperformt krass, bekommt aber das gleiche Gehalt. Was glaubst du, wie es dann deinem Team geht, deinen Kollegen? Was glaubst du, wie das ankommt? Wir haben neulich einen TikTok gedreht und auch veröffentlicht. Das kann man wirklich sagen, das ist viral gegangen. Bei 1 Million Views kann man das, glaube ich, behaupten, wo ich nur eine Sache gesagt habe. Und zwar ging es darum, wie man gute Mitarbeiter los wird. Und du wirst am einfachsten einen guten Mitarbeiter los, indem du einen schlechten tolerierst. That's the truth. Stell dir vor, Person A reißt sich den Hintern auf für dich, macht Überstunden, geht die Extrameile, nimmt sogar den Stress mit auf, weil diese Person auch nicht weiß, wie man dort umgeht, aber angenommen, diese Person macht das. Also sie gibt wirklich alles, was sie kann und hat für dieses Unternehmen, für dein Ziel, für dein Unternehmen, für deine Abteilung, für dein Team. Ja, und dann kommt eine Person rein, die tut das nicht. Die ist ständig krank, die macht ihren Job nicht richtig, die macht Fehler, aber sie bekommt das gleiche Gehalt. Was glaubst du, wie es dieser Person geht? Mies, schlecht, richtig, wenn wir ehrlich sind. Weil jemand, der wirklich Gas gibt, findet es überhaupt nicht witzig, wenn jemand im Team toleriert wird, der gar keinen Gas gibt, der sich nicht den Hintern aufreißt, der vielleicht sogar schlechtere Arbeit leistet und trotzdem das gleiche Gehalt bekommt. Sei da unglaublich vorsichtig, wen du dir reinholst in deine Company. Und hier gebe ich dir wirklich einen ganz wichtigen Tipp. Lieber wartest du damit, bis du jemanden hirest, bis du jemanden reinholst, bis du jemanden anstellst, als dass du das Gefühl hast, dass du einfach jemanden anstellen musst, aufgrund des Fachkräftemangels, weil es ja so wenig gute Menschen gibt. Don't do it. Ich habe es viel zu oft gesehen in all den Jahren, wo ich mit High-Performing-Teams wirklich ganz zusammengearbeitet habe, wo ich High-Performing-Teams überhaupt kreiert habe, wo ich mit Führungskräften zu tun hatte, wo ich mit Unternehmern zu tun hatte, wo ich auf einmal wirklich die Performance um 30%, 40%, 50% nach oben geschossen habe. Dann kam eine Person rein, die wurde gehired, weil man das Gefühl hatte, man braucht halt jetzt einen Mitarbeiter. Die Person hat nicht performt, hat aber das gleiche Gehalt bekommen und hat so richtig schön das ganze Umfeld wirklich runtergezogen. Emotional. Weil es nicht fair ist, weil es sich nicht fair anfühlt, weil es sich nicht gut anfühlt. Und dann passiert Folgendes, und das garantiere ich dir hier und jetzt. Die Personen, die vorher gut gearbeitet haben, fragen sich nicht nur, warum muss ich eigentlich jetzt die Extrameile gehen, wenn das hier offensichtlich ausreicht, sondern sie fahren auch noch runter. Du hast also nicht nur einen Low-Performer, sondern plötzlich geben deine High-Performer weniger Gas. Und die gesamte Produktion, das gesamte Ergebnis wird nicht nur schlechter, sondern auch noch weniger. Plötzlich braucht ihr doppelt so lange, um das gleiche Projektziel zu erreichen. Komisch, seit wann ist das so? Ja, seit der neue Kollege da ist. Das ist ein Punkt im Coaching, wenn ich das höre, dann klingeln bei mir die Alarmglocken. Das ist eine Red Flag. Und Punkt Nummer 1, klar, musst du natürlich auch damit umgehen, Überstunden ist halt so eine Sache. Die sind dann auch nicht mehr bereit dazu, diese extra Meile zu gehen und noch eine Stunde länger zu bleiben. Und wenn sie es doch noch sind, dann hilft es dir nicht, weil sie mental zwar da sitzen und physisch anwesend sind, aber nicht mehr die gleiche Leistung abrufen. Ich hoffe, du hast verstanden, warum es unfassbar wichtig ist, sich mit diesen Top 3 Gründen auseinanderzusetzen. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Punkt Nummer 1, Überstunden werden gemacht, aber nicht ausgeglichen. Grund Nummer 2, warum Leute kündigen, ist, die haben ein kollegiales Umfeld, das einfach schlecht ist. Also die Atmosphäre ist schlecht, die Kollegen sind komisch oder leisten nicht. Sie arbeiten mit Underperformern zusammen. Und Top 3 ist der Stress. Zu hoher Leistungsdruck und sie haben keine Ahnung, wie sie damit umgehen. Wenn du also Bock hast, das zu ändern, wir können dir bei allen 3 Punkten helfen.
Wir können dir helfen, dafür zu sorgen, dass du Prozesse etablierst in deinem Unternehmen, die es ermöglichen, dass die Leute Vollgas geben, wie auf einer Autobahn, wie eine Leitplanke, aber eben in bestimmten Rahmenbedingungen, mit Regularien und mit klaren Schranken und klaren Leitlinien, sodass die Leute wirklich performen können. Und zwar nicht, indem sie doppelt so viel arbeiten, sondern in der Hälfte der Zeit plötzlich doppelt so viel schaffen. Das ist das, was wir mit unseren Kunden erreichen. Und wenn du Lust hast, dann erreichen wir das auch garantiert mit dir. Punkt Nummer zwei. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann schauen wir uns auch wirklich an, wen hirest du? Wen holst du rein? Welche Mitarbeiter kommen in dein Unternehmen rein? Und wir passen auf, dass da keine Red Flag auf einmal reinkommt. Wie gesagt, ein falscher Mitarbeiter und es ist wie ein Wasserglas, das du mit einem einzigen Tropfen Spüli vermischt. Du kannst es danach nicht mehr benutzen. Du kannst es danach nicht mehr trinken. Es ist ungenießbar. Und last but not least, Punkt Nummer drei. Natürlich bringen wir dir und deinen Leuten bei, wie ihr mit Stress besser umgehen könnt. Und glaub mir, du kannst danach nicht nur besser schlafen, sondern deine Leute performen auch deutlich besser in kürzerer Zeit. Und seien wir doch mal ehrlich, das ist doch das, was wir eigentlich am Ende wollen. Nicht einfach nur mehr arbeiten und gestresst sein, sondern das Richtige tun und damit geile Ergebnisse fahren mit einem coolen Team in der Hälfte der Zeit. Wenn es gut für dich klingt, dann melde dich sehr, sehr gerne jetzt auf unserer Homepage unter www.diemünchnerpsychologin.de/termin für dein kostenloses Erstgespräch an. Wir schauen uns dann gerne an, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir auch dir und deinem Team dazu helfen können, richtige High-Performer zu werden. Denn glaub mir, die drei Gründe, warum die Leute kündigen, sollten bei dir demnächst gar kein Grund mehr sein.